gefragt, wäre es nicht sinnvoller, wir müssen jetzt nicht auf die andere Karte zu gehen, direkt von Wendlingen Richtung Bloching runterzufahren, kann ich Ihnen nur recht geben, diese Planung gibt es. Die wurden auch damals ernsthaft angedacht, aber da gab es eben den Wunsch des Landes oder des damaligen Ministerpräsidenten, der sagt, nein, ich möchte, dass diese Neubaustrecke, die von Ulm kommt, nicht runter Richtung Bloching fährt, sondern dass sie oben entlang der Autobahn A8 weitergeführt wird mit diesem Halt am Bahnhof. Das ist der Grund, warum dieser politische Stecker da eingeschlossen ist. Sehr Lassen Sie mich doch die Frage beantworten. Er hat gefragt, ob das machbar ist. Und er hat gesagt, das ist sogar eine gute Lösung, fordert aber dann auch entsprechend noch im Bereich von Bloching bis zu der Kurve unter Glockheim wieder noch Gleiskapazität, die da erweitert werden. Das muss man nur wissen. Es ist jetzt keine Wertung. Ich sage, das ist eine gute Lösung. Die gab es auch auf dem Papier, man hat sie damals aber verworfen.